Paco, 3-1 gegen den FC St. Pauli. Dein Rückblick nochmal aufs Spiel? Ja, ich glaube, es war ein sehr intensives Spiel. Wir sind verdient in Führung gegangen, konnten dann nachlegen mit, ja, vielleicht mit einem glücklichen Elfmeter, aber ich glaube, die Regel ist halt so, wenn er den Arm so ausbreitet, dass das dann verdienten oder einen berechtigten Elfmeter gibt. Dann in der zweiten Halbzeit sind wir nicht ganz so gut ins Spiel gekommen, muss man wirklich sagen. Dann hat Pauli Druck gemacht, auch das Tor leider geschossen und das Spiel stand so ein bisschen auf Messerschneide und dann konnten wir zurückkommen mit einem 3-1 und ich glaube, ab dem Moment war der Sack auch zu. Dir hat man die Erleichterung angemerkt nach deinem Tor. Ja, klar. Ich glaube, war gerade in den letzten Wochen bei mir ein bisschen, ja, unglücklich, muss man sagen, bei allem Aufwand. Und kam wenig Ertrag bei rum. Wir haben zwar trotzdem unsere Punkte geholt, was immer für mich das Wichtigste ist, aber trotzdem möchte ich auch immer mit Toren dazu beitragen. Und das war schon gestern schon ein tolles Gefühl, vor allen Dingen halt auch, weil man wusste, so, jetzt wird es ganz, ganz schwierig für Pauli und wir lassen hier nichts mehr anbrennen. Also war schon eine große Erleichterung auf jeden Fall. Wenn am 14. Spieltag die Laola-Welle durchs Erzgebirgsstadion rollt, spielt man eine gute Saison, oder? Definitiv. Wir haben 23 Punkte. Das heißt, bis zu unserem großen Zielklassenerhalt sind es noch, ja, ich würde sagen, 17 Punkte. Es sind umgerechnet 6 Siege noch. Dafür haben wir jetzt noch 20 Spieltage Zeit. Also ja, Vollgas weiter, damit wir es so früh wie möglich schaffen. Aber ich glaube, unsere Fans honorieren unsere Leistung. Und ich habe gestern gelesen, eine heimstärkste Mannschaft der Liga. Also das ist ja schon ein tolles Gefühl. Und ja, ist ja auch Motivation genug, glaube ich, für jeden Fan. Wenn ich mal vorausschaue, in 3 Wochen gegen Regensburg, freitagsabends dann auch das Stadion wieder voll zu machen, weil ich glaube, jeder Fan merkt ja, wie gut es uns tut. Den Ausfall von Jan Hochscheid habt ihr gestern gut kompensiert. Gegen Bochum fehlt jetzt noch das komplette defensive Mittelfeld mit Philipp Rieser und Clemens Fandrich. Wie wird da die Taktik aussehen? Ja, Taktik, weiß ich nicht. Das wird uns der Trainer, mitteilen, aber. Ja, wir müssen ja sagen, guck mal, wir müssen die ganze Saison schon Steve Breitkreuz, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns, ersetzen. Dann Fabian Kalik, der ja ausgefallen ist mit einem Knorpelschaden, der uns extrem fehlt, weil er ein großer Stabilisator war. Dann Jan Hochscheid, jetzt wissen alle, was Janni kann. Jetzt kommen noch Pfanne und Pipo hinzu. Also das ist schon ja brutal, aber ich glaube, wir haben super Jungs, die alles in die Waagschale werfen werden, dass wir auch am Samstag in Bochum erfolgreich sein werden. Und ich glaube, jeder freut sich extrem aufs Spiel, jeder gibt in jedem Training Vollgas und jeder hat auch das absolute Recht dazu zu spielen. Also, weil ich glaube, die Leistungen bei uns, gerade wenn man das Training mal zuschaut, sind sehr intensiv, sehr hoch. Also, ich glaube, der Trainer hat nicht so große Bauchschmerzen jetzt, dass er was ändern muss. Gehört dazu und dafür haben wir einen super Kader. Und ja, die beiden, die reinkommen werden, werden ein super Spielmann, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Danke, Paco. Gerne.